schickt mir all eure Jungen, meine lieben Untertanen. Ich fresse sie zum Abendbrot. Oh, Russland, mein Vaterland, deine Wege stauben unter mir. Sie suchten ihn und verbeugten sich vor Meister Schnurrbart. Du bist dran. Aber im Innersten hofften sie, der grausame Teufel würde bald sterben. Wie er herumschwadronierte und mit seiner goldenen Rüstung prahlte. Bringt mir all eure Jungen, meine lieben Untertanen, und ich fresse sie zum Abendbrot. Sehr gut. Ich fress dich auch irgendwann mal auf, mein Kleiner. Mami, was ist das gefährlichste Tier der Erde? Wieso? Meister Schnurrbart natürlich. Was sagst du da? Er hat Angst vor Meister Schnurrbart. Euer Vater hat Angst vor Meister Schnurrbart. Red nicht so ein dummes Zeug. Ich muss mit dir reden. Setz dich. Setz dich. Die machen hier einfach fertig. Was? Gehen wir? Jenya! Man gab mir einen Körper. Wer? Sagt mir wozu. Er ist nur mein. Nur er. Die stille Freude, atmen zu dürfen, leben. Wem sei der Dank dafür gegeben? Das ist verboten! Ich soll der Gärtner, soll die Blume sein. Im Kerker Welt, da bin ich nicht allein. Noch lebe ich, mag das auch bald als Sünde gelten. Denn Menschen sollten nicht leben in solchen düsteren Welten. Ich lehnte eine kurze Leiter an den zerzausten Heuhaufen und stieg hinauf. Ich blies in den Heustaub der Milchstraße, fuhr durch den Wuschelschopf des Alls. Es stehen 7 Sterne im Sternbild des großen Bären. Der Führung des Genossen Josef Stalin ist fest entschlossen, die Errungenschaften des Sozialismus mit allen Mitteln zu verteidigen. Jenya! Jenya, sag meiner Frau Bescheid! Was geht hier vor, Professor? Ich weiß nicht, aber die werden sicher wissen, was sie tun. Stalin plant die physische Eliminierung der fähigsten und besten Köpfe der Partei. Sie haben dich als Jelfows potenziellen Mitverschwörer bezeichnet. Gott, das ergibt doch alles keinen Sinn! Hör auf damit! Wir müssen uns jetzt um unsere Haut kümmern. Wieso tust du mir das an? Wieso mir? Du bist Professor. Du beeinflusst das Bewusstsein. Ich habe Angst. Unschuldige Menschen werden in diesem Land nicht verhaftet. Evgenia Ginsburg, der Mitgliedschaft in einer trotzkistischen, terroristischen, konterrevolutionären Gruppe für schuldig. Hatte 10 Jahre gesagt, ich werde leben. Sie können nur arbeiten, wenn Sie gesund sind. Darf ich? Wie gefällt Ihnen das Bäume fällen? Das war schon immer mein Lebenstraum. Ich habe berechtigte Hoffnung, Sie da rauszuholen. Hören Sie auf, mir helfen zu wollen. Ich erwarte von niemandem Hilfe. Ich wäre am liebsten tot. In diesem Leben ist das Sterben nicht schwer. An das Leben zu glauben ist schwerer. Aber das Kätzchen sagte immer nur... Miau. Das wird schon wieder.
Du, mein Leben, träumte ich dich bloß. Warst wie ein Ritt im frischen Frühlingsmorgen. Ist wunderschön. Warst wie ein Flug auf einem rosa Ross. Wir trennen uns gar nicht voneinander. Denn das ist unmöglich.